Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Drakensang. Wir sind ja eigentlich dabei, dem Rattelshof zu helfen. Und der wurde ja von irgendeiner Bestie überfallen, die angeblich in dieser Höhle hier lebt. Und die suchen wir jetzt. Und wir müssen jetzt aber erstmal hier noch so ein bisschen von unserem letzten erfolgreichen Kampf die ganzen guten Sachen einsammeln. Lauter Giftbeutel bekommen wir hier von den Gruftasseln. Achso. Nee, so machen wir das mal. So, dann sind ja einige Amöben. Die haben bisher aber auch immer ganz gutes Zeug abgegeben. Mal sehen, ob das so bleibt. So, und viel weiter kannst du jetzt hier eigentlich in der Höhle nicht gehen, oder? Diamantschleifstein, sehr schön. Sanja. Komm, wir erneuern nochmal den Amatrutz. Und gehen dann weiter. Richtig coole Sachen gibt's von denen. Das ist eine komische Höhle hier. Ich meine, Gruftasseln können ja kein Feuer spucken. Zumindest hat keine von denen bisher diese Fähigkeit gezeigt. Dann wird schon wieder gekämpft. Wahrscheinlich sind es auch Gruftasseln gegen Amöben. Hier kommen wir nicht lang. Okay. Da sind sie auch schon. Alte Streitaxt. Alle mal hergehört. Und schon wieder vergiftet. Dass die einen schweren Wundbrand verursachen, ist halt eigentlich das Schlimmste. Ja, alle auf die hier, komm. Meine Rache. So, mit ihm machen wir nochmal den Klingensturm. Eine schöne Fähigkeit. Alle mal hergehört. Kurkum! Lass das mal Vorgrimm machen. Ja! Das sieht ganz gut aus bis jetzt. Oh, da kommt noch einer. Wir haben schon eine größere Übermacht besiegt an Gruftasseln. Für Ardo! Und dann es kommt. Oh, direkt nochmal. Auf die. Ein Zwerg, ein Wort. Außer du. So. Gute Entscheidung. Sehr schön. Für die Königin, für Rondra. Sehr gut, das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Was? Bleib alle hier, mal bitte. Hergehört. Sind wir ja noch im Kampf. Ist ja so ein bisschen verdächtig. Gerade wenn wir jetzt hier in der Riesenhöhle sind. Was gibt's denn da oben noch? Wir machen auch nichts. Obwohl, Quendala. Ich würde eigentlich gerne mal raus aus dem Kampf. Hier ist so eine Amöbe. Da ist sie. Die eine Assel wahrscheinlich, die hier übrig geblieben ist. Ich mach das schon. Ja. Sarana Ayora. Okay. Das hat er gemacht. Ja, jetzt müssen wir leider nochmal zurücklaufen, Leute. Alles erkunden hier.
Wenn wir nochmal den Wundbrand beseitigen. Weil der macht schon ganz schön krasse Abzüge. So, ich meine, hier habe ich jetzt versucht lang zu kommen. Es ging ja nicht. Ich würde ungern was verpassen jetzt hier in der Höhle. Okay, so. Aber da konnte ich ja nicht hin, da drüben. Oh, hier ist noch so eine Leiche. Davon haben wir ja schon ein paar jetzt gefunden hier. Also wenn jetzt nicht die, ich gucke jetzt nochmal, ob ich da drüben wirklich nicht lang kann. Es werden jetzt nicht die gewesen sein, die den Hof überfallen haben, oder? Ich glaube, das sind irgendwelche Schmuggler wahrscheinlich, die sich hier in der Höhle versteckt haben. Das würde zumindest zu dem passen, was wir hier sonst so gefunden haben. Aber hier geht es definitiv nicht lang. Nee. Komme ich auch nicht durch. Nein, leider ist hier wirklich dann Ende. Gut. Bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Untier finden. Mal gucken. Lustig, dass in der Höhle... Wir sind gar nicht mehr in der Höhle. Ich würde mich gerade sagen, dass in der Höhle Bäume wachsen. Aber wir sind unter freiem Himmel. Wer bist du denn? Ach, das ist der Partsalon. Endlich! Ich habe den Geschuppten gefunden. Nun denn, unholdes Getüm. Partsalon von Streitzig fordert dich zum Kampf. Bereite dich auf dein Ende vor. Mir nach! Mit Rondras Donner! Angriff! Das ist jetzt sehr schlecht gerade. Weil ich wollte doch eigentlich die erstmal noch alle heilen. Was man nicht gleich macht, ne? Lässt er uns in Ruhe. Zumindest grüßen. Erstmal, wenn wir jetzt nichts machen, lässt er uns in Ruhe. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück. Sanja. Und dann probieren wir es nochmal. Kommt schon. Hä? Travian, was ist mit dir passiert? Gibst du es einfach so um, oder was? Ach komm schon, Quendala, mach den Mundbrand weg. Das ist irgendwie... Es gelingt nicht immer. Wie man unschwer erkennen kann. Ein bisschen blöd, dass wir jetzt mit dem Kampf sind. Sölle. Wir greifen uns auf jeden Fall mit irgendwas an. Scheiße, ey. Alle mal hergehört.
Mal kurz hier aus dem Kampf rausgehen. Das ist ein Skrutzer. Komm schon, ja, danke. Vendala. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Dann heil erstmal deine Wunde am besten. Und dann versuchen wir es nochmal damit, Vorgrim zu heilen. Der Kampf ist natürlich jetzt schon ein bisschen ungünstig, dadurch, dass wir keinen klaren Purum haben mit Quendala. Aber wir werden es auch so hinkriegen, denke ich. Wenn wir den Vorgrim mal geheilt bekommen. Dankeschön. Sprich, Freund. So, ja, du darfst das machen. Und das. So, du nimmst eins davon. Ich versuche mein Bestes. Du teilst das auf. Und nimmst auch eins davon. Gute Entscheidung. Und du auch. Hier ist der Kampf schon wieder. Okay, bleiben wir aber hier. Bis sich die Gesundheit regeneriert hat, dann würde ich nochmal speichern und dann gehen wir in den Kampf. Und sich ihre Astralenergie noch ein bisschen erholt. Dann speichern und auf in den Kampf gegen was auch immer das ist. Was hat denn Giftatem, kein Feueratem? Hm, das wirklich das Vieh ist? So. So, auf jeden Fall mächtig rein. Du haust mal das da drauf. Also das hier. Du machst auf jeden Fall den gezielten Stich. Tatzelwurm. Amazone voraus. Für die Königin. Für Rondra. Von da da. Du arbeitest da dran ewig oder was? Und los. Komm schon. Mein Atem geht ruhig. Irgendwie zaubert sie nicht. Das ist doch blöd. Quendala, was tust du? Dann mach's so. Soll auch recht sein, wir können ihm keine Wunden schlagen. Bei meiner Axt! Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so die Chance, die wir hätten, ihn mit Wunden niederzustrecken. Heilhagel. Jupp, das tat weh. Nein, los, aber er ist gleich platt. Ein Zwerg, ein Bock. Bei Angroschs Bart. Um 20. Amazone okay. Vor uns. Kommt. Ich versuche mein Best für Ardo. Er hat doch nicht mehr viel. Läuft er dahin? Der tote Tatzelwurm. Ja, irgendwie hat ihre Magie nicht funktioniert. Es war sehr schade. Und der Bär ist auch gar nicht rangekommen. K.
Können wir den jetzt ausnehmen? Guck mal, kann ich sogar auf 5 jetzt steigern hier? Nee, die können wir einfach nur so mitnehmen. Boah, Kopf des Tatzewurms, 2 Bärenzähne, Fellfetzen, Froschschenke, Riesenkrabbenscheren, Spinnenzähne. Meine Fresse. Und da ist er ab, der Kopf sogar. Cool. Also, dass das dargestellt wird, meine ich. Wie ist denn das eigentlich bei ihm? Ist das okay? Das ist auch okay. Das geht auch. Und das geht auch. Kopf des Tatzelwurms. Der abgetrennte Wurm des Tatzelwurms. Sehr gut. Ich habe es tatsächlich geschafft. Der Tatzelwurm ist tot. Ich habe alle Aufgaben, die mir Eber Grütz gestellt hat, erledigt. Ich sollte mir jetzt meine Belohnung bei ihm abholen. So. Bevor ich gucken wir nochmal, wo jetzt... Die Bestie ist tot. Hoffentlich ist der Rattelshof jetzt in Sicherheit. Ja, das hoffen wir ja alle. Hut des Meistermagiers. Magierstab. 20 Dukaten. 20, 17 Dukaten. Ei. Der Hut ist eventuell was für... Für Jost. Lass das mal Vorgrim machen. Wir hatten den jetzt gerade. Spitzer Magierhut aus Taft, der aufwendig mit Runen überzogen wurde und dem Träger zusätzliche Astralenergie und Magieresistenz beschert. Cool. Steht ihr jetzt irgendwie nicht so gut, muss ich ja mal sagen. Und das können wir leider nicht identifizieren, denke ich. Also er kann es sowieso gerade nicht tragen. Ja. Könnt's ja mal probieren. Schmeide der Raja. Ein Charisma. Okay, wir haben jetzt hier Konstitution. Ich glaube, wir bleiben wieder bei der Konstitution. Alle mal hergehört. Und sie hat noch einen magischen Stab. Ist das auch identifiziert eventuell? Nee. Achso, hier ist der Ausgang. Kommen wir jetzt wieder zurück. Na, dann wollen wir noch mal sehen, was Eber Grütz für uns hat. Also jetzt wieder hier direkt, kann ich jetzt hier runter eigentlich und noch diese Pflanze da holen. Hier, hier hinten könnte man eigentlich auch nochmal rumlaufen. Ah, hier ist es. Der Bemart. Sanja, ei. Müssen wir mal gucken, ob wir ausreichend Seife dabei haben, um uns zu reinigen. Ansonsten kann man das vielleicht irgendwo kaufen. Ach, das war diese Pflanze, die wir nicht einsammeln konnten, ne? Hier hinten. Das Efeuer, ja. So, Parzalon ist dann schon wieder dahin gelaufen oder was zum Rattelshof? Der ist ja einfach auf und davon.
Ah, da ist er ja schon. So. Also ich habe mein Bestes getan. Ja, auf jeden Fall, ach, wir haben viermal Seife. Sehr gut. Du kannst sie einmal benutzen. Dann gehen wir es weiter. Du darfst es einmal benutzen. Aber es kann ja sein, dass wir jetzt nochmal unser Charisma eventuell brauchen. Für irgendwelche Verhandlungen. Ein Zwerg, ein Wort. Mal sehen. Aber Parzalon ist nicht... Doch, hier ist er. Und? Gibt es Neues zu berichten? Gute Nachricht. Die Beste, die euren Hof verwüstet hat, ist nicht mehr. Die Nachricht hat sich hier schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Eure Belohnung sollt ihr natürlich auch bekommen. Hier habt ihr eure vereinbarten 100 Dukaten. Das klingt doch noch einer angemessenen Belohnung. Habe Dank. Dann sind wir uns einig. Hier euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Bevor ich es vergesse, wollte ich euch noch etwas fragen. Mal gucken. Der Brenzhain. Das habe ich ihn, glaube ich, alles schon gefragt. Gibt es irgendetwas über diese Gegend, was ich wissen sollte? Eigentlich nur, dass es hier nicht mehr sicher ist. Das Umland hier wird von Ogern, Goblins heimgesucht. Es gibt kaum noch einen Ort im Tal, den sie nicht schon immer überfallen hätten. Allein Talon selbst konnte sich bislang gegen sie wehren. Ja. Leb wohl. So, Parzalon. Wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Unglaublich! Was für ein... Und als die stinkende, riesige Bestie sich verdutzt umblickend mit ihrem schleimigen, über und über mit Schuppen besäten Leib über mich tritt... Ja, gestunken hat das Vieh. Widerlich. ...nehme ich mein Schwert und erlege es mit einem mächtigen Hieb in seinen vollgefressenen Wanst. Bravo! Ich wünschte, ich wäre so wie ihr, Parzalon. Hoch, liebe Parzalon von Streitsieg! Hoch! Na du. Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Natürlich. Was habt ihr diesen Menschen erzählt, Parzalon? Ihr schmückt euch mit fremden Federn. Geht es euch gut? Ach komm. Nein, nein. Bloß keine falsche Bescheidenheit, Dravian aus Belhanka. Ihr habt euch euren Platz in meinem Heldenchroniken redlich verdient. Gut, ich gestehe, ich habe eure Beteiligung an mancher Stelle etwas zu sehr ausgeschmückt. Aber so ist der große Parzalon nun mal. Auch meine Helfer sollen an meinem unermesslichen Ruhm teilhaben. Euch durch. Hört ihr mir überhaupt zu? Nö, er hört nicht zu. Ach, ihr schmeichelt mir, aber wir wollen euch wirklich nicht in Ruhm stehen. Die Ehre gebührt euch und nur euch. Ja, ja, man wird noch viele Jahre lang Lieder über mich singen, Freunde. Und über euch natürlich auch. Darauf werde ich achten. Seid unbesorgt. Im Refrain werdet ihr natürlich nicht vorkommen. Aber in mindestens drei, sagen wir, zwei Strophen. Und dann sagte die schöne Feenkönigin zu uns: Bitte verschont mein Leben, dann werde ich euch sagen, wo der Schlüssel zum Schatz des Wolkenkönigreichs versteckt liegt. Was? Und die Bilder, meine Freunde, wartet nur ab, bis der Kaiser Wind von der Sache bekommt. Ich werde in Gareth vorgeladen werden und man wird ein großes Bild von mir malen. Ich werde dem Maler natürlich beschreiben, wie er aussieht. Dann könnt ihr im Hintergrund auch noch Platz finden. Ruhm erwartet uns, meine Freunde, Ruhm, wie ihr ihn euch gar nicht ausmalen könnt. Von was für Bildern redet ihr, Mann? Kommt doch endlich zur Besinnung. Ich musste die Kreatur besiegen. Ihr wart zum Zeitpunkt des Kampfes unabkömmlich. Habt ihr das schon vergessen?
Und in Talon wird man eine Statue von mir aufstellen. Ich fürchte, auf ihrem Sockel wird leider nur für mein Abbild Platz sein. Aber man könnte ja eure Namen dort eingravieren lassen. Was sagt ihr, Travian aus Belhanka? Ich dring einfach nicht zu euch durch. Lebt wohl, Parzalon. Was ein Typ. Und wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen. So. Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg machen und nach Prensheim aufbrechen. Und als die stinkende, riesige Bestie sich und dann vielleicht endlich Gerling antreffen, den wir ja schon die ganze Zeit suchen. Mal sehen, wie weit unser Weg hier noch sein wird. Ich glaube, es ist schon noch ein gutes Stück. Jetzt haben wir alle Pflanzen schon gepflückt hier. Mal sehen, die nächste Brücke kommt, ob uns wieder Goblins erwarten. Oh, hier ist ja wieder der Archon, Megalon. Und wieder kreuzen sich unsere Wege. Ich sehe, ihr schätzt das Wandern genauso wie ich. Was macht ihr hier? Ich beobachte die Ereignisse in diesem Tal, das vom Schrecken heimgesucht wird. Interessant, dieses Konvolut von Leid, Angst und Desorientierung, meint ihr nicht auch? Interessant, ich würde es eher schrecklich nennen. Habt ihr denn kein Mitleid mit den armen Menschen hier? Mitleid? Nein. Als Forscher muss ich immer darum bemüht sein, eine objektive Sichtweise auf mein Studienobjekt zu haben. Niedrige Gefühle würden nur meine Beobachtung beeinflussen und meine Ergebnisse verfälschen. Und wer seid ihr jetzt genau? Ich? Nur ein Forscher. Ich erforsche das Wesen des Menschen und das anderer Tiere. Was heißt das denn? Menschen sind doch keine Tiere. Oh, nee, komm. Das klingt spannend. Was habt ihr bislang so herausgefunden? Meine jahrelangen Forschungen sagen mir zum Beispiel, dass ihr mehr Angst vor mir habt, als ich vor euch. Da habt ihr recht, Fremder. Könnt ihr mir helfen, meine Angst zu überwinden? Den Mut, die eigenen Ängste zu überwinden, bringen nur die wenigsten auf. Sie leugnen einfach das, wovor sie Angst haben. Aber ihr könntet es schaffen. Ihr müsst bis zu den Grenzen des Todes und darüber hinaus vordringen, um hinter die Mauer der Angst blicken zu können. Ich verstehe. Je größer die Gefahr, in die ich mich begebe, desto weniger Angst habe ich hinterher, wenn ich überlebe. So ist es, mein Freund. Macht euch bereit für den Augenblick, da ihr die dunkelste, tiefste und verborgenste Höhle betreten werdet. Dort ruht der Schatz, weswegen ihr ausgezogen seid. Dort werdet ihr eure tiefsten Ängste überwinden. Wo finde ich diese Höhle denn? Eure Reise wird nirgendwo anders hinführen. Vertraut mir, es ist immer so. Ihr habt mir einiges zu denken gegeben. Lebt wohl, Fremder. Okay, diesmal hat er sich ja mit uns unterhalten. So ganz koscher ist er mir jetzt nicht, aber man weiß ja nicht. Tja, und ich glaube, das ist die Bestie, die den Rattelshof eigentlich niedergebrannt hat und nicht der Tatzelwurm. Ein Drache. Ob das der Drache ist, der aus der Festung Blutberge entkommen ist, sozusagen? Tishanna, was also ist die Ursache für all dies Elend? Erinnerungen an alte Schande werden wach. Okay. So, wo sind denn hier die Blümchen? Oh, hier ist ein Bären. Mein Atem geht ruhig. Und wahrscheinlich hat er gerade Prensheim abgefackelt. Da werden wir gleich hingehen. Zweimal Conchines, wie es aussieht. So, wo geht's denn eigentlich hier hinten lang?
Kommen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Aber vielleicht sollten wir dann doch erstmal nach Brienzheim gucken. Oh ne, hier ist Ende. Ob da jemand unsere Hilfe braucht, ob Gerling noch lebt oder was hier los ist. So, die Kräuterchen nehmen wir jetzt aber noch mit, die hier sind. Wo auch immer sie sind. Ach, hier ist das Würselkraut. Alles klar, so. Ich habe hier was übersehen. Was ist das? Harpien, okay. Ach, hier ist ja noch ein Würselkraut. Sanja. Vielleicht haben wir Glück und kriegen diesmal noch ein paar Federn, wenn wir sie erledigt haben. Was sind sie denn da oben? Da kommen wir jetzt ja so nicht hin, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal wirklich nach Brienzheim und gucken mal, was wir da tun können. O Herrin Peraine, hilf! Brand und Verwüstung! All die Schriften und das Wissen hier, unwiederbringlich verloren! Und der heilige Baum, der Baum, das ist eine Katastrophe! Bei Angrosch, sei froh, dass wir das Biest verwunden konnten! Sonst würde jeder hier, ob Großling oder Angroscho, nur noch als rauchender Stumpen stehen. Was für ein Monstrum. Mein Vater wird stolz auf mich sein, wenn ich ihm seinen Karfunkelstein bringe. Und wie wollt ihr das anstellen, Prinz Arum? Der Drache ist geflohen. Er könnte überall als nächstes zuschlagen. Ich habe es schon einmal gesagt. Drachen sind alle gleich. Dieser hier wird seinen Hort genau dort haben, wo schon meine Vorfahren den letzten Drachen in diesem Tal erschlagen haben. Auf dem Berg über dem Städtchen Talon. Darauf verwette ich mein Kettenhemd. Wir brauchen nur die Schlüsselscheibe, die meine Ahnen in der Obhut dieses Klosters gelassen haben, um den Zugang zum Hort aufzusperren. Du als Schreiberling, Archivar, wirst doch gewiss Kunde davon haben, oder? Prinz Arum, ich fürchte, die Scheibe ist vor langer Zeit verschollen. Vielleicht hätte ich noch etwas in den Unterlagen des Klosters finden können, was uns auf ihre Spur bringt. Aber alle unsere Schriften sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Verflixt, so triumphiert der vermaledeite Drache am Ende doch noch. Dann, meine Herren, solltet ihr wohl dankbar sein, dass ich anwesend bin. Ich habe den Lagerplatz der Steinscheibe herausgefunden. Und auch den Grund, warum nie große Anstrengungen unternommen wurden, sie wiederzufinden. Und wer bist du, Großling? Los, rede! Mein Name ist Gerling, großer Prinz. Ich bin Gesandter im Auftrag des Grafen Growin von Ferdok. Ich bin hier, um eine Delegation aus Murolosch zu treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass der König seinen eigenen Sohn schickt. Es ist mir eine Ehre. Freundchen, ich komme nicht als Unterhändler, sondern als Drachenjäger. Von Verhandlungen mit dem Grafen ist mir nichts bekannt. Aber wenn du uns helfen kannst, die Bestie zu erlegen, dann immer raus damit. Menschen haben zugelassen, dass der Schlüssel zum Drachenhort verschwunden ist. Also ist es nur rechtens, wenn ihn Menschen auch wiederholen. An eurer Logik ist nichts auszusetzen, mein Prinz. Und so wie es aussieht, haben wir hier auch den idealen Kandidaten, um euch bei der Suche nach der Scheibe zu helfen. Der Graf von Ferdok hat mir schon von euch berichtet. Ihr seid offenbar genau rechtzeitig gekommen. Sehr gut. Aber wir haben uns auch schon mal getroffen, Gerling, falls du das vergessen hast.
Genau, rechtzeitig? Rechtzeitig wofür, Herr Gerling? Wisst ihr vielleicht, was beim Namenlosen in diesem Tal eigentlich vor sich geht? Ja. Ihr seid also auch dem Drachen begegnet, der hier Tod und Verderben bringt. Den Göttern sei gedankt, dass der ehrenwerte Prinz Arom von Morolosch sein Drachenjäger vor Ort waren, als der Drache angriff. Andernfalls wären wir jetzt alle sicher tot. Eigentlich hatte ich ja erwartet, dir Diplomaten aus Morolosch zu treffen und denen ich dann tagelang verhandelt hätte, um uns irgendwie einen Weg nach Morolosch zu verschaffen. Zwar können uns Prinz Arom und seine Männer auch Einlass in ihre Stadt verschaffen, aber sicher nicht, weil ich ihnen Honig ums Maul schmiere. Ich würde an dieser Stelle eure Hilfe benötigen. Wie genau kann ich behilflich sein? Das heißt, ihr seid bereits einmal dieser schrecklichen Bestie begegnet. Prinz Arom und seine Krieger sind ebenfalls gekommen, um den Drachen zu erschlagen. Zusammen kann euch vielleicht auch ein Sieg gelingen. Und was würde die Ehre erweisen? Und uns würde die Ehre erwiesen werden, nach Morolosch eingeladen zu werden. Doch der Weg zum Drachenhort führt durch einen Turm, dessen Schlüssel die Geweihten dieses Klosters hier vor langer Zeit verloren haben. Ihr müsst den Schlüssel finden, wenn ihr den Drachen erschlagen wollt. Nach meinem Studien glaube ich zu wissen, wo dieser Schlüssel ist. Aber wenn das nur das einzige Problem in diesem Tal wäre... Erzählt mir genauer, was ihr alles wisst. Die dunklen Ereignisse nahmen erstmals ihren Lauf, als vor etwas über 100 Jahren ein Kaufmann namens Eichrich nach Talon kam und sich dort niederließ. Durch den Verkauf von Apfelwein machte er ein kleines Vermögen und war schon bald ein wichtiger Mann in der Stadt. Was jedoch niemand ahnte, der Mann war in Wahrheit ein Nekromant, ein skrupelloser Totenbeschwörer. Er studierte auf abartige Weise Leichen und verbrachte seine Nächte mit der Erforschung dunkler Magie. Ja, in seiner Gruft sind wir schon rumgelaufen, wir sind ihm sogar begegnet. Allerdings führte er seine Forschungen nicht in Talon selbst durch, sondern in einer kleinen Höhle nordwestlich von Brenzheim. Dazu sei angemerkt, dass es keinen Beweis gibt, dass er seine Kräfte jemals bewusst zum Schaden anderer nutzte. Es war wohl der Durst nach Macht und Wissen um ihrer selbst willen, die ihn antrieben. Auf jeden Fall führten ihn seine Studien eines Tages zum Zwergenturm und zu den Geheimnissen, die dieser verbarg. Bei den Pereine-Priestern des nahegelegenen Brenzheims war der Kaufmann dagegen sehr angesehen und einer der Priester war wohl ein mitwissender Handlanger. Diesen beauftragte der Kaufmann schließlich mit dem Diebstahl der Steinscheibe, dem Schlüssel zum Turm. Doch vermutlich noch in der gleichen Nacht, als der Handlanger den Diebstahl ausführte, erlag der Nekromant der blauen Keuche. Vielleicht eine Strafe der Göttin? Seit damals fehlt von dem Dieb und der Scheibe jede Spur. Ich nehme an, dass der Geweihte die Scheibe in die Höhle brachte und dort seinen Meister nicht mehr lebend vorfand. Sehr wohl aber dessen Kreaturen voller Unleben. Ihr solltet eure Suche in dieser Höhle beginnen. Ich zeichne sie auf eure Karte ein. Dann vermögt ihr sie vielleicht leichter zu finden, aber seid vorsichtig. Ich lasse mich nicht schrecken und werde mich sofort auf die Suche machen. Naja, sofort, ne? Wir quatschen erstmal noch ein bisschen mit... Prinz Arom? Großlinge, Sie sind ungeduldig in Ihrer Wacht und vergesslich in Ihren Weisheiten. Und nun zahlen Sie den Preis dafür. Was meint ihr damit? Es ist nicht lange her, vielleicht so 700 Jahre, dass ein Drache das Tal des Tarne terrorisiert hat. Menschen und Angroschu kämpften damals gemeinsam gegen die Bestie, viele Tapfere starben, aber am Ende fanden wir ihren Hort und das Untier fiel. Angaroschoromdrosch. Als Erinnerung an diesen Tag bauten die Angroschim einen mächtigen Turm, der den alten Drachenhort bewachen sollte und den einzigen Zugang dorthin darstellte. So man nicht wie ein Drache fliegt. Ein Pakt zwischen Menschen und Zwergen wurde für den Fall eines neuerlichen Drachenangriffs geschlossen. Das Tor des Drachenturms wurde durch einen Mechanismus verschlossen. Die Steinscheibe, die benötigt wird, um das Tor zu öffnen, verwahrten die Priester dieses Klosters der Erdgöttin Pereine. Doch sie haben zugelassen, dass die Scheibe verloren ging. Das Wissen um den Turm verschwand. Die Wacht wurde von den ungeduldigen Menschen nach nur wenigen Jahrhunderten aufgegeben, der Pakt vergessen. Nun wütet wieder ein Drache in diesem Tal und wir Zwerge können nicht zu seinem Hort vordringen, um ihn zu stellen. Ich könnte die verlorene Steinscheibe für euch suchen. Ich helfe euch, den Drachen zu bezwingen. Natürlich helfen wir, den Drachen zu bezwingen. Das schließt ja die Steinscheibe mit ein. Du wirst uns helfen? Hör zu, Junge. Eine Drachenjagd ist kein Kinderspiel, sondern ein Kampf auf Leben und Tod. Mein Volk kämpft seit Jahrtausenden gegen die Drachen. Wir kennen alle ihre Stärken und Schwächen. Wir sind die besten Drachenjäger Aventuriens. Was sollst du schon für uns tun können?
Ich bin der erwählte Streiter der Drachenqueste des Sinde-Tempels. Ich habe diesen Drachen schon einmal gesehen. Seinerzeit floh er aus der Gefangenschaft eines Drachenkultes in der Festung zu Blutberge. Bei Angroshs Bart, dahinter scheint mehr zu stecken, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Vielleicht könntest du uns auf unserer Jagd begleiten. Dieser Gesandte aus Ferdok, Gerling, behauptet zu wissen, wo die Steinscheibe ist, die der Priester der Pereine verloren haben. Sprich mit ihm und such die Scheibe, und dann sehen wir weiter. Ich werde mit meinen Kriegern noch etwas hier verweilen, die Feuer löschen und den Verwundeten helfen. Dann machen wir uns auf den Weg zum Turm. Der Eingang liegt nordwestlich von Talon. Wenn du die Scheibe gefunden hast, komm dorthin. Vor Tombola Hortomosh. In Ordnung, aber bevor ich gehe, würde ich euch gern etwas fragen. Nur zu. Ihr seid der Sohn des Bergkönigs? Ja, Bergkönig Arombolosh ist mein Vater. Er thront schon seit Jahrhunderten in den Hallen von Morolosh. Aber die Könige der Zwerge unterscheiden sich von den Herrschern der Menschen. Die königliche Familie dient ihrem Volk nicht umgekehrt. Deshalb bin auch ich auf dieser Jagd. Ich kann von niemandem, gerade nicht von unbedarften Großlingen, verlangen, gegen die Bestie zu kämpfen. Ich habe noch eine Frage. Nur zu. Erzählt mir von Morolosh, der Zwergenstadt. Es ist die Perle des Berges. Von außen wenig mehr als ein Tor im Fels ziehen sich die Gänge und Höhlen viele Meilen bis in das Herz Aventuriens. Lampenlicht und Schmiedefeuer spiegeln sich auf Stein und brechen sich in Kristallen. Von den Wänden halt das geschäftige Treiben der Angroschim wieder. Wenn wir diesen Kampf überleben, müsst ihr in die Hallen von Morolosh kommen und mich und meinen Vater besuchen. Och, war das eine Einladung? Wie wollt ihr den Drachen besiegen? Unsere Taktiken sind seit Jahrhunderten erprobt. Wenn das Biest durch uns geschwächt ist, gebe ich das Signal für meine Gefolgsleute. Diese werden dem Drachen dann mit einem langen Drachentöterspieß den Rest geben. Dann sollen auch sein Abbild unsere Trophäenpfaffen schmücken. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Der Stadtrat von Talon wollte ja kaum wahrhaben, dass eine so gefährliche Kreatur umgeht. Der Hohepriester des Angrosch in Morolosh, Solgurax, hat einen Traum, in dem er Talon in Flammen aufgehen sah. Wir haben vor langer Zeit einen Pakt mit den Menschen hier geschlossen, ihnen jederzeit wieder zur Seite zu stehen, wenn die schändlichen Drachenwesen ihre schuppigen Häupter wieder erheben. Also habe ich mich mit meinen engsten Kampfgefährten auf den Weg hierher gemacht, um die Beste zu erlegen. Und so wie es aussieht, kamen wir keinen Augenblick zu früh. Das wäre vorerst alles. Danke, Prinz Arum. Hui. Dieser Arum ist aus dem rechten Holz. Der Wirm hat keine Chance gegen uns. Ich kann es kaum erwarten, ihm gegenüberzutreten. Das ist wohl wahr, Rulana. Das werden wir tun. Allerdings gehen wir das Ganze im nächsten Video weiter an. Zeit ist nämlich an der Stelle vorbei. Also bis dann. Tschüss.